Da will wieder jemand geheilt werden mit Spitzzüngigkeit. Ja, machen wir, nehmen wir an. Habe ich eigentlich jetzt noch Ärzte, die forschen? Ja, ich habe zwei, die forschen, aber die kommen irgendwie mit der Forschung nicht voran. Die kommen einfach nicht voran. Ich brauche unbedingt mehr Kohle, um mir den Scanner kaufen zu können. Aber irgendwie, es geht gerade leider nicht vorwärts. Weil die Personalkosten immer höher werden, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ey, sie werden immer höher, die Personalkosten. Ich kann mir deswegen nichts leisten. Das ist wirklich ein anstrengender Level. Aber nur anstrengend, weil man nicht wirklich viel machen kann, weil man immer warten muss, bis man wieder Geld hat. Ja gut, ich guck mal gerade. Könnte ich mir theoretisch eine Erweiterung leisten? Eigentlich eher nicht. Ne? 6.000, 7.000, 5.000. Ich kaufe mir hier oben die Erweiterung jetzt. Und dann müssen wir, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen sparen, bis wir den Scanner bauen können. Oder? Kann ich ihn bauen? Wo ist denn das Ding? Scanner. Kostet 12.000. Oh, bitte in die Spitzzungenabteilung. Ja, also den kann ich mir gerade nicht leisten, den Scanner. Ich würde jetzt aber gleich, wenn der hier fertig ist mit dem Typ. Ja. Ich schnapp mir jetzt mal den Raum. Hallo? Und, mach den mal weg und mach den hier oben rein. Ich mach den jetzt einfach da oben rein. Hä, wo ist denn der? Hier. Weil der da unten einfach nur im Weg steht. Der stört da. Das ist, kontraproduktiv da. So. Okay. Dann haben wir nämlich jetzt hier mehr Platz. Guck mal. Und dann können die jetzt hier nämlich schön rumlaufen. Ohne dass irgendwas im Weg steht. Ne? Können wir hier nämlich noch einen Wartebereich draus machen. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. So. Und wir holen noch mal ein paar Bänke. Getränkeautomat. Und einen Heizkörper für oben. So. Jetzt wird nämlich langsam ein Schuh draus. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. So. Gut. So. Guti, dann haben wir das jetzt. So, da möchte wieder ein VIP. Jo, nehmen wir. Operationstisch wurde verbessert. So, guck mal, jetzt haben wir hier auf jeden Fall mehr Platz. Die können jetzt hier besser rumlaufen. Theoretisch müsste man den OP auch nach oben verlegen, dann steht er nämlich nicht im Weg. Aber ich denke mal, so ist okay. Hier unten die Ecke ist halt ein bisschen blöd, weil da kommen sie nicht gut durch. Theoretisch müsste man die beiden Räume tauschen. Dann wäre es okay, aber boah, ich will den jetzt nicht noch verschieben. Das wäre jetzt too much, außerdem habe ich nicht so viel Geld. Wie man sieht, es waren gerade bei 9.000 oder so und jetzt sind wir auf einmal nur noch bei 5.000. Also, egal welche Investition ich hier tätige, ich muss immer erstmal warten, bis ich das irgendwie wieder eingespielt habe, weil die so unfassbar teuer sind, die ganzen Leute hier, die hier arbeiten. Ja, da ist wieder jemand gestorben, wie man gerade links gesehen hat, wie er gerade weggeflogen ist. Ja. Die gehen alle auf Toilette. Ist wieder mal reges Treiben auf dem Klo. Die Schwester latscht schon wieder hier draußen rum. Wenn die sich jetzt nicht bald mal dazu entscheidet, hier drinnen zu bleiben, dann kick ich die. Hab ich nämlich keinen Bock mehr darauf, dass die hier die ganze Zeit rumrast. Ich meine, wir brauchen offensichtlich gerade niemanden in der Poliklinik, aber es wäre schön, wenn die mal da bleiben würde, wo sie ist. So, Schmalzstimme, 6 Stück. Ja, nehmen wir an, wir können es probieren. Ich glaube nur nicht, dass es funktioniert. Na. Und wieder jemand gestorben, oder? Ja. Verschwinde mal. Wichtige Durchsage. So. Patienten mit Schmalzstimme treffen ein. Und unser Dings ist gar nicht da. In die Psychiatrie, bitte. Das ist der hier wahrscheinlich, ne? Nee, wo ist denn der Psychiater wieder? Oh, wir haben leider keinen Psychiater weiter.
Brauch unbedingt noch einen zweiten Psychiater, ey. Das ist alles so nervig. Wo ist denn der? Ein Arzt in die Röntgenstation, bitte. Wo ist denn der Psychiater? Der hier oben? Auch nicht. Er ist es, ne? Ich erwische ihn nicht mal. Er läuft zu schnell. Er läuft einfach zu schnell. Und wehe, du bleibst ja jetzt nicht drin. Doktor, bitte dringend in die Kardioabteilung. Nein, du bleibst da drin. Alter. Geht das wieder los? Der rennt bestimmt gleich wieder weg. Bleib da drin. Und wieder einer tot. Scheiße. Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. Oh Mann, ey. Ich hoffe mal, dass der die jetzt alle hier irgendwie geheilt bekommt. Aber da sind noch vier Stück. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. So, was ist mit unseren Chirurgen? Ein Arzt in die Röntgenstation, bitte. Sind die noch hier? Weiß es nicht. Könnt ihr mir vorstellen, dass die noch hier drin sind? Ne. Kann der eigentlich jemanden ausbilden? Bist du ein Ausbilder? Er ist einer. Okay, der könnte theoretisch noch jemanden ausbilden. Dann sollten wir das als nächstes wirklich machen, dass wir den Psychologen nochmal dazu benutzen, einen weiteren Psychologen auszubilden. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, wenn ich das mal mache. Pack den mal hier rein. Dann kann er sich schon mal hinsetzen. Dann holen wir den Psychologen gleich rüber, wenn der Notfall durch ist. So, es kommt gerade wieder ein bisschen Kohle rein, wie man hört. Es schiert die ganze Zeit. Hui! Tja, ja. So, den haben wir auch geheilt. Und da ist gerade wieder eine Ratte weggelaufen. So, der muss wahrscheinlich auch da rein, ne? Der geht auch rein. Sehr gut. Wunderbar. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Wo ist eigentlich der zweite Chirurg? Wir wissen es nicht. Haben wir es geschafft? Oh, wir haben 27.000. Ja, wir haben es geschafft. Yippie, netten Bonus. Olli sagt auch gute Nacht. Dann wünsche ich dir auch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Hab ein schönes Wochenende. Schlaf was Schönes. So, du machst jetzt hier. So, okay. Wir können den Scanner bauen. Endlich. Ich muss ihn nur finden. Entschuldigung. Ah, oh, was bin ich froh, wenn ich diese Scheiße endlich los bin, ey. Eieieiei. So, das Scanner. Das da. Heizkörper. So, fertig. Gut, wir brauchen noch einen, theoretisch noch einen Arzt. So. Der läuft hier. Ganz langsam und gemütlich dahin. Ich stelle mal noch einen Arzt ein. Einen hole ich mir noch. Wenig Durchhaltevermögen, keine Einstellung. Stocktaub, stinkt nach Kohl, von mir aus. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Ein Doktor in die Psychiatrie? Nein, ich kann den gerade nicht in die Psychiatrie. Das geht gerade nicht. Wir brauchen jetzt hier erstmal noch einen zweiten, der da ausgebildet ist. So, meine Güte, ey. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Scanner. Wir haben alles, was wir brauchen. Beziehungsweise, wir haben alles. Du bist von der Corinna verschont geblieben, sei froh. Wir haben es auch 3,5 Jahre haben wir es geschafft, den Scheiß nicht zu kriegen. Und dann eine gehen wir Schwester einmal auf ein Konzert. Und dann habe ich den Scheiß. Ja, war auch nicht so toll. Aber gut. Was willst du machen, ne? Also früher oder später kriegen wir den ganzen Scheiß sowieso. Zum Glück war es bei mir nur wie eine starke Grippe. Zum Glück. Ja. Ist ein Hin und Her hier, ey. Achtung, Erdbebenwarnung. Huch! Das war aber ein kurze Erdbebenwarnung. Erdbeerbeben. Dafür knallt es gleich wieder richtig und alle fliegen sie wieder auf die Fresse. So. Theoretisch könnte ich den OP jetzt auch nach oben umziehen. Damit wir da mehr Platz für haben, aber. Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Will ich das? Theoretisch wäre es nötig, ne? Warnung, Erdbeben steht bevor. Was ein Gerumpel hier. Huch,
Der Dicke ist auf die Fresse geflogen hier, der da. Zwei Chirurgen in den OP, bitte. Nee. Ich will den umsetzen. Warte doch mal. Dann hat wieder jemand gekotzt. Röntgenreparatur, bitte. Ach so, das habe ich noch nie gehört. Och, Menno. Und ausgerechnet dann, wenn ich das Ding umsetzen will, kommt wieder dieses Scoreboard. 114.000 an Gehaltskosten, ey. Alter, das ist ja unfassbar. Doktor, in den Scannerraum bitte. Ein Arzt bitte zur Standarddiagnose. Wow. So, jetzt stellen wir den nach hier oben, den OP. Dann haben wir wenigstens hier unten Platz. Oh, wir haben einen qualifizierten Psychiater ausgebildet. Endlich. So, die Bank kommt dahin. Diese Bank kommt dahin. Der Getränkeautomat kommt dahin. Und diese Heizung kommt dahin von mir aus. So, jetzt haben wir hier endlich mehr Platz und könnten theoretisch hier mehr Bänke oder sowas hinbauen. Telegram, nach dem Besuch in Ihrem Krankenhaus bemerkte ein Bundesliga-Fußballer, welch ein Krankenhaus. Da will ich hin, wenn ich krank bin. Ihnen wurde ein Bonus in Höhe von 4.000 gewährt. Nice. Jetzt haben wir endlich mal ein bisschen mehr Kohle. Also jetzt läuft es, würde ich sagen. Also jetzt sind wir wirklich an den Punkt angekommen, wo wir eigentlich nur noch warten müssen, dass die ganzen Patienten geheilt werden. Und also bis wir wirklich die geheilt haben, die wir heilen müssen. Und dann haben wir den Level eigentlich auch erfolgreich gemeistert. Geschmeistert, wollte ich gerade sagen. Wir entschuldigen uns für den Müll. Ja, entschuldigen wir uns auch, wirklich. Einige Patienten frieren sich schon wieder zu Tode. Bauen Sie endlich Heizung. Ich habe doch Heizung. Was willst du von mir? Es sind überall sind so scheiß Heizungen. Wir haben Heizkosten in Höhe von, ich habe keine Ahnung, wie hoch. In die Psychiatrie, bitte. 1740. Wird einfach mal hochgedreht. Vielleicht weil hier so viel frei ist, ich weiß es nicht. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch wurscht. Sollen sie halt frieren. Obwohl das nicht gut ist. Ich brauche für die Krankenhausbewertung brauche ich mehr, ne? Ich brauche ein bisschen mehr Krankenhausbewertung, weil die ist noch nicht so top. Eine Schwester auf die Station, bitte. So, wir müssen mal so. Vielleicht klappt das. Keine Ahnung. Man sieht halt auch leider nicht, wo es zu kalt ist. Man sieht nur, dass hier ziemlich viel Kotze und Dreck rumliegt und es keiner sauber macht. So, du brauchst hier eigentlich auch nicht mehr auszubilden, weil es ist nämlich keiner mehr da, der ausgebildet werden muss. So. Huch. Was ist mit ihm hier? Warum rennt er nur rum? So, ihr könnt hier zu dritt forschen. Ist jetzt vollkommen in Ordnung. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Na, ihr könnt nicht zu dritt forschen. Doch, ihr könnt zu dritt forschen. Wir brauchen nur noch einen Psychologen. Da ist einer drin. Ich pack den jetzt mal hier rüber als Backup. So. Ist denn jetzt ein Psychologe da? Nö, irgendwie nicht. Aber wie gesagt, ich kriege halt einfach keine Info darüber, wo es zu kalt ist. Ich weiß es einfach nicht. Ich müsste jetzt wirklich noch mehr Heizkörper bauen. Ich baue einfach mal noch 5 mehr. Vielleicht haben wir doch irgendwie die Chance, das noch hier rumzubiegen. Dass denen doch nicht mehr ganz so kalt ist. Aber, boah, ich weiß halt absolut nicht, wo denen zu kalt ist. Da steht doch einer. Kann ich hier einen hinstellen? Ja. Gut. Gucken wir mal, vielleicht bringt das schon was, weil hier oben stehen 3 Heizkörper.
Hier stehen keine. Okay, vielleicht ist das das Problem. Vielleicht ist das das Problem, weiß ich nicht. Mal gucken. Kriege ich da noch einen hin? Nein. Dann sollte es nicht das Problem sein, dann kriegen wir da einen hin. Ach, hier oben war einer. Okay, hier ist in der Ecke ist ein Heizkörper. Aber ist auch vollkommen okay. Kommt dieses Jahr noch Seifenfilter 2 auf YouTube? Ist das vielleicht eine angekündigte Überraschung? Nein, kommt dieses Jahr nicht mehr. Nein, muss dich leider enttäuschen. Wenn Seifenfilter kommt, dann frühestens nächstes Jahr. Aber aktuell sind eigentlich zu viele Spiele noch in der Pipeline. Sodass Seifenfilter, wenn, wahrscheinlich erst Ende nächsten Jahres kommt. Da muss ich dich leider enttäuschen. Also da, wie gesagt, wir haben leider gerade noch zu viel, was einfach in der Pipeline ist. Und was ich vorher spielen möchte. Und vor allen Dingen halt, was mal was anderes ist als Seifenfilter halt jetzt. Ne? Also das wird leider noch ein bisschen dauern. Das tut mir leid. Vielleicht kann ich es vorziehen, muss ich mal gucken. Oh, ihre Maschinen fallen auseinander. Vielleicht kann ich es vorziehen, ich muss mal gucken. Ich weiß es gerade nicht. Ich möchte nichts versprechen. Ja. So, hier wird schon repariert fleißig. Wunderbar. Aber schön, wenn du, wenn du Wünsche äußerst, ist vollkommen okay. Dann merke ich mir das auf jeden Fall und dann kommt das im Ranking ein Stückchen höher, weil ich versuche gerne auch Wünsche zu erfüllen. Wenn jemand sagt, oh, können wir das uns nochmal angucken oder so, ist kein Problem. Dann packe ich das in meinem Ranking ein bisschen weiter nach oben und dann sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Es gibt ja insgesamt 3 Seifenfilterteile. Wobei der dritte nicht ganz so gut sein soll, glaube ich. Oder war es der vierte? Ne, der vierte ist das. Vierte ist dann für die PS2 gewesen. Da ist schon wieder jemand gestorben. Ja, wir müssen mal gucken. Also, wie gesagt, ich kann es jetzt nicht versprechen, aber ich kann es mir auf jeden Fall mal vormerken, sodass wir es vielleicht dann doch irgendwann im Sommer oder so mal spielen. Genau. Mal gucken. Ja, ja, ja. Ich möchte auch zum Beispiel so Sachen wie... wir fangen ja als nächstes im Stream mit Akuchi the Hurtless an. Dann danach kommt, warte, lass mich kurz überlegen, wie heißt es? Fear Effect 2. Da ist ja der erste Teil auch schon relativ lange mittlerweile auf YouTube. Das ist, glaube ich, jetzt auch schon 2 Jahre, 3 Jahre. Es sind noch so viele Teile, also so viele Spiele, die ich mir eigentlich noch angucken will, wo auch Leute gesagt haben, oh, das wäre mal schön, wenn wir sich mal noch angucken könnten. Sowas wie ein Warcraft 2 würde ich mir auch ganz gerne mal angucken, zum Beispiel. Oder ich weiß gar nicht, was noch alles. Also RPGs mache ich jetzt erstmal eine Pause. Vielleicht wäre das so eine Idee, dass man nachdem jetzt vielleicht hier Theme Hospital dann vielleicht irgendwann mal durch ist, dass man es vielleicht dann macht oder irgendwie sowas. Ich muss mal gucken. Also es, wie gesagt, es sind auf jeden Fall noch, es gibt noch viele Wünsche. Sagen wir es mal so. Oh, der ist aber gerade der Herr Eselmann. Ich muss mal nach dem Herrn Eselmann gucken. Der dritte war auch schon nicht mehr so geil und ab der PS2 war die Serie tot. Ja, leider. Leider, leider, leider. So, hier. Einmalzahlung. Haben wir hier noch irgendjemand, der mehr Kohle braucht? Nein. Oh, hier. Ja, müssen wir wieder ein bisschen Geld ausgeben. So. Eine Pause von den langen Projekten ist nicht schlecht. Ja, mache ich jetzt auch gerade. Also, lange Projekte sind jetzt gerade erstmal pausiert. Wie gesagt, RPGs sind jetzt erstmal pausiert, bis wir dann wirklich sagen, ich habe wieder Bock drauf, weil das nächste RPG ist Jade Cocoon und das soll ja so dieses Pokémon für die PS1 sein und ich bin jetzt nach Vagrant Story bin ich wirklich erstmal echt gesättigt davon, das habe ich jetzt wirklich gemerkt und da ist ja widerlich hier, ey. Da mache ich lieber erstmal eine kurze Pause. Jade Cocoon ist cool. Ja, super. Ja, mag sein, aber das wird jetzt erstmal, muss jetzt erstmal warten. Also, das muss erstmal warten, weil, wie gesagt, ich bin nach Vagrant Story bin ich absolut gesättigt erstmal von RPGs. Und das bringt halt nichts, wenn ich da einfach keinen Bock mehr drauf habe. Dann möchte ich lieber irgendwas spielen,
wo ich auch Spaß dran habe. Und wie gesagt, an Theme Hospital habe ich jetzt gerade Spaß dran. Normalerweise ist das ja unser RPG-Freitag, aber das bleibt jetzt erstmal, dass wir da andere Projekte machen. Andere Titel uns angucken. Und es gibt, wie gesagt, noch so unfassbar viele Spiele. Wie gesagt, ich habe ich bin gerade an der Datenbank dran, die ich mir zusammenbaue. Wir haben alleine ja in der PAL-Region haben wir ja 4000 Spiele oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt gerade nicht. Es gab weltweit irgendwie an die 8000 Spiele. Ne? Also mit natürlich allen Doppelungen und so weiter. Also wie gesagt, du hast ja nicht nur in Deutschland oder in der PAL-Region hast du ja Metal Gear, sondern du hast es ja auch in der NTSC-Region jeweils und da summiert sich das halt eben so ein bisschen. Deswegen kann ich nicht genau sagen, wie viele Titel es gab. So. Aber es sind noch... Das ist ja gerade wirklich widerlich hier, ey. Guck dir das mal an. Was ist denn hier nur los? Was ist denn das? Ey, ich brauche wirklich mal einen Hausmeister, der wirklich nur sauber macht. Ich suche gerade mal einen. Einen, der schnell ist nach Möglichkeit. Wo haben wir denn mal einen? Der hier. Nee, der ist nicht schnell. Hey, weißt du was? Ciao. So, die fliegt jetzt. Ich habe sie angedroht. Sie wollte nicht hören. Sie hat immer wieder das Räumchen verlassen. Und jetzt. Jetzt ist es so. Jetzt fliegt sie. Jetzt ist es gesetzt. An allzu viel Langeweile durftest du vorerst nicht leiden. Nein. Nein, 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 nein. Ich habe ja hier in meiner Sammlung insgesamt 370 Spiele oder so. Und von den 370 haben wir jetzt insgesamt ein paar 40 gespielt. Also schon allein, was da steht, ist noch genug Content, ne? Also da wird es uns erstmal nicht an Spielen mangeln. So, der macht jetzt hier sauber. Der macht nur noch sauber. So. Warnung, Erdbeben steht bevor. Ups. Da sind wieder ein paar auf die Fresse geflogen. Komm, jetzt mach bitte sauber. Ey, das ist ja voll widerlich hier. Ey, so, da möchte ein VIP. Ja, von mir. Billy the Wild. Oder Billy der Wilde, keine Ahnung. Na bitte, der Boiler im Keller ist kaputt. Patienten frieren. Was kann ich denn dafür, wenn der Boiler ständig kaputt geht? Dann bau doch mal einen neuen ein. Das ist ja voll widerlich hier einfach nur noch. Naja, so, wie sieht's mit der Heizung jetzt aus? Naja gut, weil sie jetzt gerade kaputt gegangen ist, ist natürlich blöd. Aber da können wir jetzt gerade nichts dran ändern. Mein Ruf ist aber eigentlich ganz okay. Ich muss jetzt wahrscheinlich, was muss ich denn jetzt eigentlich nur noch machen, um das Ziel zu erreichen? Weiß ich gerade gar nicht, ich muss mal gucken. Hier können wir nichts mehr machen. Was brauchen wir denn noch alles? Muss ich irgendwas zurückzahlen? Muss ich irgendein Ding zurück... was ist das denn? Ach so, allgemeine Krankheit. Okay, nee, uninteressant. Wo ist denn das jetzt nochmal? Personalübersicht. Der wischt alles mit einem trockenen Mob und steckt den jedes Mal wieder in den Mantel. Ja, das ist eklig, ne? Das ist wirklich eklig. Ist das hier bei den Statistiken? Der Level ist beendet bei einem Ruf von 500. Zurzeit liegt er bei 658. Das heißt, theoretisch sind wir mit unserem Ruf ja durch. Aber es gibt hier leider auch keine... Es gibt hier keine Statistiken, die ich mir mal angucken kann. Wo ich denn mittlerweile hier so liege, so was, die Erfüllung des Levels anliegt. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Theoretisch bin ich durch. Normal bis zum Ende des Jahres oder bis zur Mitte des Jahres, glaube ich. Mitte oder Ende des Jahres. Alter, ist hier ein Haufen Dreck. Was war das denn? Was hat denn hier so gerauscht?